Hallihallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake, immer noch in der ersten Special-Folge. Der Spielplatz. Wakes klägliche Erinnerungen an die Kindheit und den trotzigen kleinen Jungen, der vorgab, seinen Vater nicht zu vermissen, den er nie gekannt hatte. Es schmetterte Wake nieder. Karussells und Rutschen stürzten sich auf seinen Kopf. Irgendwo tickt hier noch ein Wecker. Ich würde gerne den Wecker mitnehmen, einfach weil es ein Sammelobjekt ist. Nicht, dass die jetzt irgendwie groß was bringen oder so. Glaube ich zumindest nicht. Oh, warte. Hier kommt mir gerade. Da. Leuchtgeschoss untersuchen. Okay. Auf jeden Fall, wir haben den Wecker. Schönes Ding. Schöne Sache. Natürlich! Natürlich! Au! Au! Fliegt wen anders an den Schädel, aber nicht uns. Was ist denn? Da kommen wir gleichzeitig ein Flugobjekt direkt in unsere Richtung geflogen. Wir nehmen den Wecker wieder mit. Angenommen. Was war das? Wo kam das her? Ich habe gedacht, wir können das austricksen. Wir laufen einfach quer durch und läuft die Sache schon. Nee. So einfach ist das denn noch nicht. Schade. Es hätte so einfach sein können. Natürlich nutzen wir hier... böse zum Bauten jetzt Cheater. Nein, ich würde einfach sagen, wir nutzen einen Bug aus. Das ist nicht Cheater, sondern... Ist er jetzt auch ein Spiel, das hier noch etwas länger da ist? Das heißt, der Bug sollte dem dementsprechend natürlich auch in irgendeiner Form bekannt sein. Und entsprechend hätte man das auch schon längst behoben haben können. Wenn dies aus irgendwelchen Gründen nicht geschieht, dann... soll das auch so bleiben und dann ist es gewünscht, dass dieser Bug auch ausgenutzt wird. Ist nur meine Ansicht, ich kann mich auch irren, aber hey! Ist blöd, dass wir jetzt beide Leuchtgeschosse verbraten haben. Nein, hier gab es letztens doch diese fiese ich hoffe, hier gibt es jetzt keine Schießerei mehr. Was wir natürlich... selbstverständlich noch unternehmen werden, ist, wir gucken uns hier auch nochmal um. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Außer Yummies, hier gibt es Yummies. Yummy. Und die Karre können wir uns nicht setzen. Ich bezweifle, dass wir überhaupt irgendwie Auto fahren können. Lesen können wir das auch nicht nochmal. Ich musste den Schlüssel für die Tür finden. Nein. Natürlich. Los, geh weg, du Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wo war noch etwas? Was? Ein ganzer LKW? Fick dich! War das alles? Nein. Ich
Ich möchte nicht unerwartet etwas in die Fresse bekommen. Au. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ja, mach lieber auf. Ich hab ihm gesagt, er soll es reparieren. Mach lieber auf. Bevor hier noch Wake, irgendwie was kommt. Die Tür ist offen, rennen Sie! Werkzeug, ich vermute mal, hier gibt es irgendwie Munition und so ein Kladderadatsch. Munition ist immer gern gesehen, genauso wie Leuchtfackeln. Ah, schade, ich habe keine Leuchtpistolenmunition bekommen. Ah, hier kribbelt die Nase, mir kribbelt das Näschen, mein königliches Näschen. Müssen wir wieder durch die Gruft? Die Welt, sie veränderte sich. Verdrehte sich unkontrolliert. Können wir nicht einfach durchs Fenster? Rennen war alles groß. Er konnte die Decke nicht sehen. Etwas bewegte sich hier drin. Er hatte sich verirrt. Er fand den Ausgang nicht. Mist, Kerl. Die Verschiebungen wurden stärker. Ich war nicht sicher, ob meine Umgebung größer wurde oder ich kleiner. Das Signal spielte vollkommen verrückt. Ich würde selbst einen Ausgang finden müssen. Das müssen wir jetzt schon machen oder erst später? Aus wie eine Verbrennungsanlage. Wir hätten die später machen sollen. Wenn ich mir die Sache hier jetzt so ansehe. Okay, ich versuche jetzt nicht auf die Dinger irgendwie zu leuchten, sondern die für den. Genau, für sowas aufzufahren. Wow, 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 komm mal her hier, komm mal her, mein Großer, komm mal mit hier. Oh, fick dich. Manchmal hast du jetzt auch wahrscheinlich nicht groß die Wahl, als Munition einzusetzen. Wo? Selbst einen Weg hier rausfinden, die sind gut. Ohne auch nur den Hinweis eines Wegweisers zu haben. Hau bloß ab, geh weg, zurück, 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 setz Platz aus! Panik, ich, Angst, nö, Quatsch, ist ein Fremdwort, nein! Mann. Alles nur cool. Na, dann kommt mal. Oh, ein Wecker. Wie schön, den nehmen wir. Schnell, 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 schnell. Platz. Zane hinterließ mir eine Seite. Er wollte mir helfen.
Oh, das schreit hier stark nach Ärger. Eine Wand? Wahrscheinlich um in Deckung zu gehen. Bestseller-Autor, siehst gut aus. Danke. Du bist nicht echt. Ach, sag bloß, was hat mich verraten? Dass ich durchsichtig bin? Ich bin ein Hirngespinst, wie so ziemlich alles sonst, was du hier siehst. Vielleicht sogar du selbst? Das ist verrückt. Ja, du hast recht. Alles, was vorher geschah, war ganz logisch. Aber das ist verrückt. Sicher. Na gut. Also, ich muss los. Das GPS... Das GPS, ja, ich weiß. Folge dem Signal. Verstanden. Jedenfalls bin ich hier, um dir zu helfen. Du musst dich zusammenreißen, okay? Weißt du eigentlich, dass du nörgelst wie der echte Barry? Hey, hör mal, sei fair. Nicht meine Schuld, dass du das nicht findest. Das tue ich nicht, Barry. Al, Kumpel, ganz ruhig. Bleib hier einfach am Ball. Du musst tun, was Zane dir sagt. Der ist schon ewig hier. Er kennt sich aus. Du musst tun, was Zane gesagt. Der ist schon ewig hier, der kennt sich aus. Also, wenn das verrückt ist und aus deinem Geist stammt, was sagt das über dich? Gut, es reicht. Und ich hatte mich gefreut, dich zu sehen. Ach komm, erzähl mir doch nichts, Al. Tief im Herzen freust du dich doch immer, mich zu sehen. Dich selbst kannst du nicht belügen, klar? Ich stehe wohl auf Bestrafungen. Du? Nein, wirklich? Und ich dachte immer, du tätest alles, um Ärger zu vermeiden. Danke dafür. Okay, achso. Hat sie jetzt eine bessere Taschenlampe? Ja, na also, die wollte ich die ganze Zeit haben, die ist so toll. Aber wenn wir die jetzt haben, bedeutet das auch... Na, ihr wisst, was das heißt. Das ist wahrscheinlich groß tierisch, was auf uns zukommen wird. Oh Junge, was freue ich mich? Toll, und dann nur Batterien. Und dann auch nur 4 Stück. Ich glaube, das Signal zeigt auf das Ding in der Ferne. Ja, das ist das Biltmore-Sägewerk. Woher weißt du das? Ich weiß nichts, was du nicht weißt. Also frag dich das doch selbst, hä? Vielleicht hast du ein Anzeichen dafür in der realen Welt gesehen. Oder es ist vielleicht das Sägewerk, weil ich davon gesprochen habe und du es nicht aus dem Kopf bekommst. Fantastisch. Ach, das bereitet mir echt Kopfschmerzen. Bumm. Oder sind das deine? Hast du Kopfschmerzen? Barry. Mann, wir kommen uns näher. Na gut, aber das Sägewerk erreichen wir dann in einer neuen Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Bleibt dran. Bis dahin und tschüssi.